Moin und willkommen zu einer Runde Flohmarktpunde. Ihr seht, der Tisch ist voll. Deswegen erstmal schnell das Intro. Der Flohmarkt heute war ein Straßenflohmarkt. Also da ist ja recht kleiner Straßenflohmarkt bei mir, gar nicht so weit weg. Ich glaube so knapp 10 Kilometer. Und es waren einige Stände, es war aber sehr viel Trödel, kann ich ganz ehrlich sagen. Dadurch war die Suche heute auch, ehrlich gesagt, nicht so erfolgreich wie bei anderen Tagen. Das sind aber so Kleinigkeiten, die es diesmal ausmachen, und ja, viel Geld haben wir nicht da gelassen. Das Witzige ist irgendwie, es gab an den Ständen dann so eine Karten, die wurden recht da gedruckt für diesen Flohmarkt, wo man dann direkt sehen konnte, die Karte, und überall, wo der rote Punkt war, waren Stände aufgebaut, meistens eben halt wirklich mit alten Trödel, alten Bildern, Tassen, Tellern, Klamotten waren sehr viel. Und es waren aber auch noch ein paar rote Punkte da, die, ja, ein bisschen mehr da, so dass man ein bisschen mehr stöbern konnte. Wie gesagt, Kleinigkeiten waren zu finden. Und am Anfang, also der ging so zwischen ab 11 Uhr eigentlich los, der Straßenflohmarkt. Wir waren so ab 10 Uhr da, da haben einige aufgebaut erst. Manche haben erst um ein Viertel nach 11 aufgebaut. Das war also sehr, ja, verwirrend, kann man es auch sagen manchmal. Naja, aber trotzdem haben mein Bruder und ich, wir sind diesmal begleitet worden von unserer guten Kollegin Claudia, und wir haben ein bisschen was gefunden. Also das war sehr, ja, spannend. Den Anfang möchte ich machen mit Lego. Ich habe in so einer Grabbelkiste ein Stück Lego gefunden. Beziehungsweise ein Stück, ein Teil, was war schon gebaut, und zwar diesen englischen Bus. Fehlte ein Rücklicht, das habe ich aber ausgetauscht. Ich habe ja noch Ersatzteilsteine. Und das Witzige ist, dieser Bus, das ist ein exklusives Lego-Teil, was nur in London rausgekommen ist, was ich auch mir, als ich bei meinem letzten London-Aufenthalt war, gekauft habe. Ich habe es sogar noch verpackt. Ich blende hier einfach mal ein Foto ein davon. Ja, und jetzt habe ich das noch gebaut. Gefunden. Bin ganz überrascht gewesen. Wie gesagt, 1 Euro für ein kleines Teil, was fehlte. Ja, und da kann man echt nichts sagen. Es ist halt, wie gesagt, ein Lego-Bausatz, der wirklich nur im Lego-Store in London herausgebracht wird. Ja, und wie gesagt, für 1 Euro, da kann ich das dann nicht liegen lassen. Dann kann ich es mir hinstellen. Und ich brauche meins nicht auspacken. Ist ja auch nicht schlecht. Gut, was gab es weiterhin? Wir haben wirklich nicht so viel gefunden. Mein Bruder hat dann an dem gleichen, ja, Hauseingang, wo ich das gefunden habe, durch die CDs ist er gegangen und hat zwei Billy Idol Best-of-Alben gefunden. Für jeden Euro hat er sie mitgenommen. Und Billy Idol ist halt auch schöner Rock, also Rock-Klassiker, kann man ja so sagen. Und das, ja, was soll ich dazu sagen? Billy Idol, allein Rebel Yell, Wild Wedding und Speed für den Film Speed, für mich unvergessen. So, dann gab es noch zwei Kartenspiele, die ich gefunden habe, die auch wirklich schon über 20 Jahre alt sind, interessant, wie ich herausgefunden habe, von den Schlümpfen. Die gab es für je 50 Cent, wenn man so will. Einmal hier ein Quartett, richtig schön, schöne Bilder. Also das sind auch so wirklich klassische Bilder. Und so ein kleines Schlümpfeskat. Ja, das waren so die Sachen. Und bei dem Stand, wo ich jetzt dieses Kartenspiel gefunden habe, gab es auch Hörspielkassetten. Ich habe überhaupt ein paar Hörspielkassetten gefunden. Und zwar habe ich an diesem Stand eine ganze Menge an Hani und Nani Kassetten gefunden. Ja, das sind die ersten Auflagen aus den 70ern, deswegen habe ich sie mitgenommen. Na, das ist hier Hani und Nani geben ein Fest. Das, ich weiß nicht mal, Nummer 11 ist das. Mach mal hier oben einlegen. Nummer 8 von Hani und Nani, fröhliche Tage für Hani und Nani. Dann noch Hani und Nani gründen einen Club, das ist Nummer 5. Wie gesagt, das ist die erste Auflage. Und
die haben noch von Europa und die haben noch diese schwarzen Kassetten mit gelben Aufkleber. So, was habe ich denn noch an Hanni Nanni gefunden? Nummer 6 Hanni Nanni und das Geisterschloss. Geisterschloss war 3 Fragezeichen. Dann haben wir hier Hanni und Nanni, Nummer 7, Hanni und Nanni suchen Gespenster. Passt natürlich zum Geisterschloss. Das sind alles diese alten Auflagen, deswegen habe ich sie mitgenommen. Nummer 3, Hanni und Nanni in neuen Abenteuern. Die sind natürlich über die Jahre neu aufgelegt worden, aber das sind wirklich die allerersten Auflagen und die ersten. Und das fand ich, machte sie sehr interessant. So, dabei lagen noch. Noch ein paar weitere Kassetten habe ich mitgenommen. Die sind etwas moderner gewesen. Und zwar Digimon. So fing alles an. Und Greymons Geburt. Und Nummer 2. Nächtliches Abenteuer im Dorf der Yokomon. Nummer 2 von Digimon. Und dann habe ich da gefunden, diese alte Enid, also Hanni Nanni ist ja auch von Enid Blyton, hier auch nochmal von Enid Blyton. Dolly Schulabenteuer auf der Burg, habe ich noch nie gesehen, von der Firma Zebra. Die sind auch schon sehr selten, auch aus den 70er Jahren und das fand ich dann sehr interessant, das mitzunehmen. Und was ich auch gefunden habe, ich habe hier eine Benjamin Blümchen Kassette, aber es ist jetzt keine normale, die ist aus den 2000er, aber auch schon 20 Jahre alt. Ist eine Doppel-MC, das sind halt die, die nicht im regulären Handel waren. Haben wir hier als Pirat und als Ritter auf einer Kassette. Diese Doppelsachen sind schon die selteneren und das sind halt die Sammlerstücke. Ja. Diese ganzen Kassetten plus das Kartenspiel, habe ich ja gesagt, 50 Cent. Dafür wollte sie 50 Cent haben. Die hat sie mir eigentlich geschenkt. Ich habe dann 2 Euro hingedreht. Ich habe ein 2-Euro-Stück in der rausgesucht und habe gesagt, komm, hier, nimm 2 Euro. Ich habe also im Endeffekt hierfür 1,50 Euro bezahlt, plus dafür das. Und weil sie auch keine Garantie hat, ob die noch richtig funktionieren. Für mich jedenfalls, einfach ein nettes Goodie, sowas hat man selten. Und dann habe ich auch gerne eben 2 Euro gegeben. Für 2 Euro dagegen habe ich dann auch nochmal 2 andere Kassetten gefunden. Hier fällt mir fast was runter. Aber das ist leer, das ist nichts Besonderes. Und zwar habe ich hier nochmal gefunden für 1 Euro DuckTales Nummer 2. Das ist auch wirklich drin. Das kann man sehen durch die Kassette. Aber wie immer, kaum eine Kassette ist zurückgespult. Das heißt, es wird noch tüchtig gespult bei mir. Und eins meiner Kindheit eine Kassette. Und das Witzige ist, ich habe den zweiten Teil nur auf Kassette und ich habe jetzt hier den ersten Teil von Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer von Lummerland nach China. Das ist auch eine Kassette, die in den 80ern von Philips rausgebracht wurde. Ich sehe gerade, die Höhle ist kaputt. Ich gucke gerade, wann das erschienen ist. Das ist natürlich so. Ich habe festgestellt, bei den ganz alten Sachen, da stehen nicht immer Daten drauf. Deswegen ist das echt schwer. Was muss so 80er, Ende der 70er sein? Das Besondere ist hierbei, der Erzähler selbst ist Michael Ende und der Autor selbst von Jim Knopf und Lukas. Und das macht diese erste Hörspielreihe, die auch sehr gut gesprochen ist, also mit den Sprechern, zu was Besonderem. Na komm, hier wieder rauf. Also deswegen. Diese sind schon sehr besonders und deswegen habe ich sie mitgenommen und somit habe ich die beiden, es gibt nur 2 Teile, komplett. Bei der Wilden 13, der zweite Abenteuer, hat er nicht mehr den Erzähler gemacht. Schade. Aber, wie gesagt, jetzt komplett und wie gesagt, die nochmals für 2 Euro. Dann in einer zu verschenken Kiste habe ich ein Buch mitgenommen oder mein Bruder hat das eher gesehen als ich, hat es dann rausgenommen, in einem sehr guten Zustand, noch komplett neuwertig, von Rebecca Gable, Die Siedler von Catan. Das Buch zum Brettspiel. Ja, also wie gesagt, das gab es umsonst. Der schöne Bus hier in die Mitte. Ja, und ihr werdet jetzt fragen, gab es Computerspiele? So gut wie gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte gern welche mitgenommen, mein Bruder auch. Blu-rays waren auch so gut wie gar nicht. Es waren ein paar DVDs, aber auch sehr wenige. Und das meiste hatten wir. Also da war wirklich kaum was zu holen. Es war halt ein Straßenflohmarkt.
wo entweder ganz junge Kinder mit ihren mit Klamotten verkauft wurden für junge Kinder, oder es war wirklich ja, ältere Menschen, die halt nur sich auf Trödel spezialisiert hatten. Da war einiges dabei, alte Platten, Klassik und sonst was, Tassen, Geschirr, Möbelstücke, wirklich antike Sachen hat man gefunden, aber ich kann damit nichts anfangen, also habe ich nicht mitgenommen. PC-Spiele haben wir auch in einer Kiste gefunden, ganz moderne, also da war ein GTA auf PC, aber es war ja nur eine 0815 Hülle, da habe ich nichts mitgenommen. Wäre es jetzt eine Special Edition, würde ich sie wahrscheinlich mitnehmen, auch wenn die nicht funktioniert, allein wegen Handbüchern, wegen irgendwelchen Artbooks oder so, das mache ich immer ganz gerne. Wir haben ein PlayStation 2 Spiel gefunden, das war Moorhuhn X, sehr guter Zustand, aber was soll ich mit Moorhuhn spielen? Moorhuhn-Spiel, da kann ich auch nicht viel mit anfangen. Ja. Aber wir wurden, oder mein Bruder wurde doch noch fündig an dem Stand, wo ich die Kassetten umsonst hatte. Da lag dann zwei ja, Kisten. Zum einen lag da, jetzt spoilere ich ein bisschen, weil ihr wisst bestimmt, diese Kiste, genau so rum, dieses Piece. Aber als mein Bruder es umgedreht hat, stand da Nintendo DS. Die Hülle ist jetzt leer, aber die war gefüllt. Das Ding ist draußen, das zeige ich euch gleich. Und ähnlich war das. Daneben lag dieser Koffer. Der ist jetzt auch leer, der war aber gefüllt. Dieser Koffer, hier oben sind zwei Fächer für zwei Spiele. Hier war ein Game Boy SP drin. Na, der 01er, glaube ich. Also der nicht der mit der Rücklicht, sondern mit der Frontlichtbeleuchtung. Okay, jedenfalls, ich gucke gleich nochmal. Genau. Ob die funktionieren, blende ich euch jetzt hier ein, weil die Akkus sind komplett leer. Werden gleich geladen, wenn ich das Video abdrehe, weil ich habe direkt nach dem Flohmarkt haben wir eigentlich das Video jetzt hier gemacht. Also hier haben wir den SP, das ist der 1.0er. Ich glaube, jetzt weiß ich das gerade gar nicht so genau. Ich glaube, das ist der 1.0er. Also jedenfalls nicht der seltenere, der mit dem Rücklicht. Das ist glaube ich mit Frontlicht. Sonst recht gut sieht er aus. Das fühlt sich noch gut an. Ja. Den gab es eben halt. Der war jetzt hier drin. Und der sieht auch wirklich recht gut aus. Ein eben halt mit Stylus, ein roter DS. Auch noch heil, so richtig schön. Nehmen wir ja selten mit. Also wir sind ja so, dass wir sowas selten mitnehmen, aber der Preis, der war wirklich okay. Es gab auch ein paar Spiele dazu. Und zwar gab es für den DS leider nur Module, aber ihr seht schon, das sind Highlights hier, die ich euch jetzt gleich präsentiere. Das sind die Creme de la Creme, die ihr braucht. Ihr werdet mich gleich anschreiben und gebt mir diese Spiele. Hier habe ich Sync als Modul. Ihr wisst schon, ihr merkt das schon, Qualität pur. Das hier muss man haben, ne? Mein Gestüt. Ja, das muss man haben. Solche Highlights kommen hier auch weiterhin. Genauso wie hier Mathematik 1 bis 4. Klasse. Unverzichtbar. Und jetzt geht es hier auch noch weiter mit richtig coolen Advanced-Titel. Hier haben wir meine Tierarztpraxis. Alter, das ist wichtig. Ganz, ganz wichtig. Das müsst ihr haben. Das ist unverzichtbar, das Ganze. Genauso wie, welches ist hier noch das kultige. Naja gut, okay, das geht hier. Disney's Brother Bear für den DS. Für den DS nicht, für den Advance. Winnie the Pooh für den DS als Modul. Für Advance meine ich natürlich. Und Cow the Kangaroo. Ja, sind jetzt nicht die besten, aber diese beiden, ja, den DS, der SP mit den Cases und die sind alle der ganzen oder diese ganzen Spiele, auch wenn es jetzt nichts Besonderes ist, gab es für 32 Euro. Ich wollte erst 35 haben, mein Bruder hat dann gesagt, das ist doch ein fairer Kurs und mein Bruder hat dann gesagt, okay, und dann ging sie auf 32 runter, ja, und für 32 Euro dieses kleine Teil. Schreibt mir gerne in die Kommentare, jetzt wähle ich hier mit den hinten rum, ist aber egal. Günstig oder nicht? Ich glaube schon. Also sie wollte erst für den wollte sie eben halt 20 haben, für die Spiele eigentlich 5 oder so, weiß ich nicht. Und für den mit zwei Spielen ein 10er. Ja. Und für 35 alles zusammen. Also ich sag, da kann man nichts Negatives sagen.
ja, wie gesagt, sagt mir, was ihr davon haltet. Genau. Ansonsten liken, teilen, abonnieren. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Diese ja etwas kleinere Flohmarktrunde. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Thank you.